So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Wenn ihr das Video hier seht, dann sind wir gar nicht so ganz aktuell. Der Bausatz ist nämlich zu diesem Zeitpunkt bereits rausgekommen. Der ein oder andere hält ihn in den Händen, der ein oder andere wartet vielleicht noch darauf. Aber wir haben dieses Muster erhalten und ich möchte das liebend gerne vorstellen. Hier ist nämlich richtig, richtig, ja, heiße Gesäßpaste enthalten. So, ich komme erstmal zu den Eckdaten und zwar von ICM unter der Nummer 48320 im Maßstab 1:48 habe ich hier die B26B Marauder, ein Bomber, wie man hier unschwer erkennen kann, mit einem recht schönen Deckelbild. So, dann haben wir enthalten 8 Spritzlinge plus Klarsichtteile, 126 Baustufen, aber keine Sorge, das hört sich wirklich viel an, aber am Ende des Tages Dragon hätte zum Beispiel, ich glaube, da nur 20 Baustufen von gemacht, ist es gar nicht so viel, sondern jedes einzelne Bauteil ist da tatsächlich dann auch mit aufgeführt. 3 Dekel- und Bemalvorschläge haben wir, eine kleine Überraschung habe ich gleich noch für euch und das Ganze zu einem Preis von unter 75 Euro. Der Bausatzkarton entschwindet erstmal, wir kommen hier zur eigentlichen Anleitung. So sollte alles drin sein. Ja, wie immer in Bunt und in Farbe die erste Seite hier gehalten mit dem Deckelbild. Dann haben wir hier in ukrainischer Schrift etwas zu den Daten und Fakten dieses Bombers. Und hier das Ganze nochmal in Englisch. Die Farben leider nur in den Farben von der hauseigenen ICM-Firma angegeben. Man kann sich natürlich ein bisschen halten, dass man hier guckt, Pale Blue oder Clear Red oder so. Das haben natürlich andere Hersteller auch. Also gibt die Firma ICM noch so ein ganz kleines Bonbon mit daher. Man möchte aber natürlich seine eigenen Farben hier auch featuren. So, dann geht es los. Wir starten hier mit der Teilübersicht, die für ICM-Verhältnisse immer sehr übersichtlich sind. Also das ist richtig gut gemacht. Mir gefällt das richtig gut. So, ich gucke mal, dass ich hier genau in der Mitte bin. Sollte das so passen, genau. Ja, Spritzling D ist zweimal vorhanden. Das gucken wir uns natürlich noch alles im Einzelnen an. Dann E, F, G und H, wobei der H-Spritzling dann die Klarsichtteile enthält. Und da brauchen wir nicht alles, wie man hier sehen kann. Die Bauteile mit diesem wunderschönen Rot, die sagen dem geneigten Modellbauer, das wirst du nicht benötigen. Ja, was ist noch zu beachten? Ich denke mal, wenn das hier so rot markiert ist, werden wir wohl noch auf die ein oder andere Variante der B26 hoffen können. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Dann starten wir hier mit dem Bau. Und jetzt könnt ihr sehen, warum das tatsächlich so viele Baustufen sind, weil hier nämlich alles in diesen kleinen Fitzelchen Baustufen untergebracht ist. Das Ganze ist tatsächlich, wenn man sich immer auf eine Baustufe konzentriert, gar kein Problem. Ich würde euch aber zusätzlich noch empfehlen, die Bauteile, die ihr schon verwendet habt, streicht die einmal durch. Dann wisst ihr auf jeden Fall oder kommt da nicht durcheinander. War ich jetzt bei 16 und habe schon D1 angeklebt oder nicht? Ist immer eine kleine Hilfe und ein kleiner Bleistift beim Basteln. Der wirkt da wirklich, wirklich Wunder. So, Bauteile. Ihr seht das hier, es ist sogar eine Bombenlast ist hier mit angegeben. Ich denke mal, dass die Option, wir gucken mal gleich weiter, dann auch gegeben ist, dass der Bombenschacht geöffnet werden kann. Das wäre auf jeden Fall, wird das natürlich viel hermachen, wenn man dann in den Bauch des Flugzeugs hineinschauen kann und diese Bombenlast dann auf jeden Fall dort sehen kann. Wird auf jeden Fall dann natürlich Sinn machen. Ne? Inneneinrichtung ist im gewissen Maße auch gegeben. Ich denke mal, dass das ein Projekt sein wird, wo sich die Firma Eduard noch ordentlich austoben wird. Die arbeiten ja viel zusammen mit ICM, haben viel Zubehör rausgebracht. Also ich bin der Meinung, dass es hier natürlich dann nochmal Gurte geben wird. Es wird sicherlich noch einige Anbauteile geben, einige Brassinen, also Resinsachen dann. Also da werdet ihr auf jeden Fall noch reichlich Zubehör, werdet ihr da hoffen können, was Eduard uns da auf jeden Fall dann präsentiert. Gerade für die vielen Glasteile, die Masken selber fertigen, kann man natürlich machen. Oder man investiert die paar Euros und spart sich echt jede Menge Zeit und Energie und steckt die zum Beispiel in den Bau, in die Verfeinerung oder dann halt auch in die Bemalung natürlich. So, die Motoren haben auch ein schönes Innenleben bzw. das Außenleben, was man dann auch sieht. Gerade hier mit der Verkleidung oder man könnte auch die Verkleidung abnehmen. Auch da gibt ICM dem Modellbauer einiges an die Hand. Und
Ja, die Bauteile an sich, die Gravuren, die können wir uns gleich angucken. Und was hier auf den Anleitungen zu sehen ist, das macht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig Appetit auf mehr. So, wo wir gerade bei Masken sind, wir haben hier die Masken. Da hat sich ICM nicht was richtig Gutes einfallen lassen. Und zwar haben die das hier in Grau abgedruckt und die Masken in Schwarz. Und das hat folgenden Hintergrund. Wenn ihr jetzt euer Maskierband hier rüberklebt, dann könnt ihr es nämlich genau hier dran abschneiden. Das Schwarz schillert so ein bisschen durch. Schillert dann hier so ein bisschen durch und man kann dann dementsprechend die Konturen erkennen und sich da auch selber behelfen, dass man dann eine Lackierschablone hat. So, dann kommen wir zu den drei Deckel- und Bemalvorschlägen, die mit Ort, Zeit und Datum angegeben sind. Auch das sollte keine Probleme sein. Farben sind hier angegeben. Wir finden zum Beispiel Q, würden wir dann hier auf der ersten Seite finden. Da ist dann die Farbnummer hinterlegt. Mein Tipp auch hier, wenn ihr die Farben nicht verwenden wollt von der Firma ICM, würde ich mir einfach immer da die jeweilige Farbnummer von eurem Lieblingshersteller der Wahl dann dementsprechend einfügen. So, hier die dritte und letzte Variante, ein großes Maul mit scharfen Zähnen. Sieht ein bisschen aus nach 8. Dezember 1944, sieht so ein bisschen aus hier, Overlord, da war ja diese Lackierung ganz wichtig. So, dann habe ich euch versprochen, ich habe hier noch eine kleine Überraschung und die kleine Überraschung ist tatsächlich noch ein bisschen größer. ICM hat sich nämlich nicht lumpen lassen, so, ich verdecke mich mal, damit ihr das sehen könnt, hat hier einen Kalender reingelegt. Leider sind ja schon einige Monate um, aber das ist so ein allgemeiner Kalender, den man da verwenden kann. Es ist hier keine Zeitangabe oder kein Jahr dementsprechend enthalten. Doch hier, 2024, da steht es ja drauf. Also mal ein schönes Poster als Kalenderform. Gibt es umsonst mit dabei. Nette Aufmerksamkeit, warum nicht? So, dann mache ich mal für euch den Bausatz auf. Ich habe schon mal die Bauteile aus den Tütchen rausgeholt. Ja, ist ja mein heißgeliebter Stülpkarton, der hier nochmal geöffnet werden muss zum Auspacken und zum Vorstellen. Immer super nervig und so sieht das Ganze aus. Das ist das, was ihr bekommt. Also ein prall gefülltes Päckchen mit Bauteilen. Und dann fangen wir auch gleich mal mit den großen Rumpfhälften an. Das gucken wir uns hier mal schön detailliert an. So, ICM, ja eine Firma, die von der, ich hätte es gesagt, von der Wiege bis zur Bahre, also von tatsächlich von der Konstruktion bis zur Verpackung und zum Einschweißen der Spritzlinge alles selber macht. Das kommt alles aus einem Haus in der Ukraine. So ein bisschen ein Problem haben die, dass den Jungs da die mit den Kriegsfolgen zu kämpfen haben, einmal mit Personal und auch natürlich mit direkten Sachen wie Bombardements, mit so bösen Sachen. Also da ist auch ein Bunker tatsächlich vor Ort, wo sich dann die Belegschaft bei Angriffen entsprechend schützen kann. Bei den heutigen Kampfführungen ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Also wenn da so eine Rakete schnell angesaust kommt, ist das ein bisschen schwierig. Umsofern, das soll jetzt hier auch kein Gejammer oder so darstellen, sondern tatsächlich sollte man sich das auch mal vor Augen führen, wo dann die Bausätze, die man so baut, herkommt unter welchen Bedingungen die hier dann auch produziert werden. Umso mehr freue ich mich natürlich, dann hier euch die Sachen präsentieren zu können. Und ich denke mal, dass man das Ganze dann auch ein bisschen mehr zu schätzen weiß. So, der Spritzling G ist hier, oder D, nein, D haben wir hier, den haben wir hier nämlich zweimal. Welch Wunder, ist natürlich klar, da sind die Bauteile für die Motorgondeln, da sind hier die Luftschrauben, auch die wollen wir uns jetzt mal näher zu Gemüte führen, dann packe ich mal einen weg, um die Hand frei zu haben. So, und von der Detaillierung her richtig, richtig schnieke, ein bisschen Grat haben wir, das ist aber dem geschuldet, dass die Bauteile natürlich aus zwei Hälften dann jeweils die Form hergestellt werden. Ist aber nicht sonderlich tragisch. Viel schlimmer wäre das, wenn man jetzt irgendwelche Sinkstellen hat oder irgendwelche blöd platzierten Angustellen. Insofern, das passt auf jeden Fall. Der helle Kunststoff ist auch sehr augenfreundlich, lässt sich schön bearbeiten. Ich fand das bei einem Hersteller, der jahrelang ganz dunkelgrünes Kunststoff genommen hat, immer nicht so schön. Boah, da haben einem immer schon fast die Augen wehgetan und viele Details sind tatsächlich
untergegangen. Das haben wir hier nicht der Fall. Man gucke sich einmal die Zylinder an von dem Stellmotor. Und auch hier eine sehr schöne, einfache Lösung, damit das Ganze vernünftig auch zusammenpasst. Wir haben nämlich hier dieses Bauteil, was denn hier reingeführt werden muss, ein bisschen Flüssigkleber daran und schon gehen die eine dauerhafte Verbindung ein. So, Bauteile, Bomben, Maschinengewehre, Auspuffröhrchen ohne irgendwelche Löcher da drin. Das könnt ihr dann mit einem entsprechenden Bohrer nachholen. Soweit sind die Feinheiten hier nicht. Aber ich denke mal, dass ein jeder sicherlich noch selber Hand anlegen kann, wenn er möchte. Oder auch entsprechend Zubehör dazu kaufen kann. Das ist dann einem jedem selber geschuldet, was man noch ausgeben möchte, was man dann natürlich noch dazu reinstecken möchte, wie weit man das treiben möchte oder ob man dementsprechend so damit zufrieden ist. Das ist ja auch das Schöne am Modellbau und das Allerwichtigste, das dürfen wir niemals vergessen. Wir sind alle keine Mix, außer der Mix selber und im Vordergrund sollte immer der Spaß am Modellbau stehen. Das ist das, was das Ganze ausmacht, dass man eine schöne Zeit hat, eine tolle Freizeitbeschäftigung und nicht möglichst nicht danach jachtet, das tollste Modell zu bauen oder so. Wenn man seine Fähigkeiten erweitern kann, ist das immer schön. Man freut sich ja auch über neu erlernte Fähigkeiten und Kenntnisse, aber es muss nichts, es kann alles und das ist halt auch das Schöne, dass Modelle genauso, ich gucke mir Modelle genauso gerne an, die jetzt nicht einer Alterungsorgie anheimgefallen sind, als natürlich auch Modelle, die 10 Wochen durch den russischen Schlamm gefahren sind. So, weiter geht's hier. Details, das wäre natürlich was, also ich persönlich würde das abändern, hier das Maschinengewehr, kannst du mal ein Stückchen hochdrehen, dass man das sehen kann, das ist vorne verschlossen, das wäre natürlich schön oder hätte nochmal einen tollen Effekt, wenn man das Ganze aufmacht oder durch ein Metallrohr zum Beispiel ersetzt. Also da gibt es wie gesagt ganz, ganz viele Möglichkeiten, je nachdem nach Lust und Laune des Erbauers. Gut, ja, wo wir beim Erbauen sind, ECM, der Kunststoff, der ist schön zu verarbeiten, der ist nicht so super spröde, aber auch nicht so super fest, also der lässt sich wirklich gut verarbeiten. Ich habe das früher mal gedacht, ach, was die schon haben oder so, aber es gibt schon Ärgerliches, aber es gibt sehr, sehr Ärgerliches, wenn man jetzt hier was abkneift, das Ding reißt dahinter, da muss man ein bisschen spachteln und so, und dann denke ich mir mal, oh, warum und wieso, das tut doch jetzt überhaupt nicht Not. Insofern ist das natürlich immer schön, wenn wir hier eine Kunststoffmischung haben, die sich dementsprechend gut vom Gussast trennen lässt. So, das war der Spritzling. Jetzt kommt der kleine Spritzling G wie Gustav. So, und hier haben wir natürlich weitere Anbauteile. Die Maschinengewehrnester müssen natürlich dementsprechend gespickt werden. Ich habe mal vor ganz vielen Jahren, ich glaube, Revell hatte schon mal eine Marauder oder die hatte mal Formen von Hasegawa, weil da gab es auf jeden Fall mal was, habe ich vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren mal gebaut. Da gab es das noch, den Bausatz von Omi. Ich weiß gar nicht, wo der mal abgeschmiert ist. Ich glaube, ich habe da mal einen Knaller reingesteckt oder so, darf man gar nicht erzählen eigentlich. Ja, aber jeder hat ja so seine Jugendsünden. Also insofern habe ich schon vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren habe ich tatsächlich mal auch eine Marauder gebaut. So, ja, die Zeiten sind tatsächlich vorbei, wo man dann beim Tenter-Emmer-Laden bei dem kleinen Kiosk nochmal ein paar Bausätze gekauft hat, die der dann auch lagern hatte. Das ist ja alles heutzutage ein bisschen anders. Aber es ist auch nicht schlecht anders, das muss man auch mal hinzufügen, weil das hat sich mehr zentralisiert und die meisten Händler bieten dann auch das Zubehör dazu an. Das ist natürlich immer nur, wie vorhin schon erwähnt, was man denn daraus machen möchte oder wie viel Geld man tatsächlich gewillt ist auszugeben. Weil nach oben, wie bei allen Sachen im Leben, gibt es immer kein Ende. Da kann man sich richtig, richtig austoben mit Resinen und Ätzteilen und ja, was es da alles so Schönes gibt. So, dieser Spritzling kommt auch als Doppelmoppel daher. Ich zeige die einfach mal so hier nebeneinander. Ist sehr ausfüllend. Das ist natürlich klar, da sind die Flugzeugflächen. Was ich allerdings nicht beurteilen kann, ich weiß nicht, ob die Oberflächen, also wir sehen hier auf jeden Fall die Gravuren oder ich versuche zu zeigen, dass hier die Gravuren sind, ob da irgendwelche Stöße sind, irgendwelche Stress Skin, die haben wir hier in diesem Bereich ein bisschen
kann man sehen. Ich gehe da, ja, da kann man das wunderbar sehen. Da gehe ich mal hin und her. Also auch da guckt die Firma ICM natürlich, dass sie auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit bleibt, aktuell, dass man da nicht noch irgendwelche Sachen nachfräsen muss. Ich habe ja bei der Lancaster schon gesehen, dass da Leute, oder bei den U-Booten, dass da alles schon nachgefräst ist. Und dann denke ich mir, wow, das ist ja eine wahnsinnige, entschuldigt bitte, eine wahnsinnige Arbeit, die man sich da macht. Ich meine, am Ende des Tages sieht das natürlich richtig, richtig knorke aus. Das muss man auch mal hinzufügen. Aber mein tiefsten Respekt dafür, was Leute tatsächlich mit Bausätzen anstellen und wie viel Zeit und Energie dann da reingesteckt wird. So ein bisschen in Detaillierung haben wir hier auch, zumindest in den Bereichen, die dann ein wenig einsehbar sind. Ist klar, wenn die Flügel zusammengeklebt werden, dann ist da natürlich nicht mehr viel zu sehen. So, dann kommen wir hier zum letzten Spritzling. So, den kriegen wir hier einmal ganz rein. Und der hier, ja, ihr könnt das sehen, welche Bauteile das sind. Und hier haben wir auch nochmal die hinteren Bereiche da, die Flügelsektion, die sich auch mit diesen Details beschäftigen und da auf jeden Fall eine schöne Struktur aufweisen. So, da gehen wir mal rein. Ich hoffe, ich versuche das mal so zu kippen, dass man das schön sehen kann. Ja, das sollte soweit passen. Auf der anderen Seite nochmal das Ganze entgegengesetzt. Also das sind praktisch zwei Spritzlinge, die an einem zusammengeführt sind mit identischen Teilen. Nur einmal seitenverkehrt dann entsprechend aufgebracht, beziehungsweise mit diesem einen Bauteil, was auf der anderen Seite nicht vorhanden ist. Von hinten sehen wir nicht viel, da sind so gut wie keine Details. Ich halte mal die Details, die wir hier sehen können, hier in die Kamera. Und dann wäre hier nochmal etwas. Aber das soll es tatsächlich schon gewesen sein. So, erwähnte ich, dass wir beim letzten Spritzling sind. Ach, glatt gelogen. Wir haben natürlich noch einen Spritzling, der in dieser Umverpackung daherkommt und nochmal extra geschützt ist, damit die Glasbauteile hier bei euch auch glasklar und möglichst schadenfrei ankommen. So, was passiert, wenn jetzt Glasbauteile irgendwie ein bisschen abgeschubbert sind? Da gibt es zweierlei, weil man kann es manchmal nicht ganz verhindern. Es gibt von Tamiya gibt es Polierpasten, die in drei verschiedenen Körnungen sind. Das geht wirklich richtig, richtig gut. Habe ich selber schon auch ausprobiert. Das hilft auch, wenn zum Beispiel Glas angelaufen ist. Da müsste man das natürlich nochmal bearbeiten. Es ist eine Heidenarbeit, aber am Ende des Tages, weil nicht jeder Hersteller schickt irgendwie Ersatzteile raus oder das ist immer eine Sache. Bei ICM zum Beispiel, die sind da recht rührig, gerade was Ersatzteile angeht. Da ist die Beschaffung, es dauert zwar ein bisschen, aber sehr gut. Bei anderen Herstellern ist die wirklich katastrophal, muss man so sagen. Deswegen rate ich immer dazu, dass ihr wirklich ein bisschen aufpasst und dementsprechend da gar nicht erst in die Verlegenheit kommt. So, dann haben wir hier den Nachschiebebilderbogen, der relativ großformatig daherkommt. Ist natürlich klar bei dem großen Vogel. Und da wollen wir uns jetzt mal die Details angucken. So, vom Druck her sieht das ganz gut aus. Die Nachschiebebilder sind alle einzeln. Das heißt, dass wir hier anders, wie ihr zum Beispiel bei einigen Nach- oder Aftermarket-Herstellern, Zubehörherstellern nicht einen durchgängigen Bogen haben, den wir vorher erstmal ausschneiden müssen, sondern tatsächlich ist das hier, sind die alle einzeln. Was aber auch dazu verpflichtet, dass ihr da schön aufpasst, jedes Deckel einzeln aufbringt, nicht zu viel in die Schale mit dem lauwarmen Wasser aufbringt. Das geht tatsächlich am besten. Und ich empfehle euch gerade da, wo die Nachschiebebilder aufgebracht werden, dass ihr da gegebenenfalls etwas präpariert, dass ihr keinen Silbern habt. Nichts ist ärgerlicher, finde ich, oder das ist auch eine Sache, die absolut ärgerlich ist, wenn man Nachschiebebilder hat, die dann am Silbern sind. Muss nicht sein, kann man Klarlack drunter packen. Man kann die Sachen vorher polieren, was auch immer ganz gut geht. Das ist sind hier Regelfix, so eine Sachen, die gibt es von ganz vielen Firmen, halten echt ewig. Und das ist auf jeden Fall eine Investition, die sich am Ende des Tages auszahlt. Da müsst ihr auf jeden Fall nicht noch irgendwie euch dann rumärgern, wenn dann tatsächlich mal was in die Hose gegangen ist. So, ich packe mal die Sachen eben ein. Ich möchte euch nämlich den Karton von außen noch mal kurz zeigen. Ich packe das hier mal alles wieder schön rein. Da
gucken wir uns nämlich hier nochmal an, was der Bausatzkarton für uns da bereithält. Da werden nochmal einige Infos weitergegeben. Und natürlich, dann haben wir hier die drei Nachschiebevarianten, auch schön zu sehen, die der Bausatz enthalten ist. So, für 75 Euro oder knapp unter 75 Euro, denke ich mal, von diesem Bausatz, das geht meiner Meinung nach in Ordnung. Die Detaillierung habt ihr gesehen. So ein paar Sachen müsst ihr vielleicht nochmal ergänzen. Ihr seht das ja hier auch, die Antennen, diese Kleinigkeiten. Aber ansonsten, aus dem Bausatz heraus, sieht das schon ganz gut aus. Mit auch, wie ich finde, interessanten Wickelvarianten. Dann sage ich euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet den Bausatz in ordentlichen Augenschein nehmen. Würde mich natürlich über ein Abo oder ein Like freuen für unseren Kanal. Dann sagt natürlich das Team und ich von MBK Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian von MBK.